Werbejournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Es ist Halbzeit, meine Damen und Herren. Halbzeit wofür? Ich sag's Ihnen, Halbzeit im Warten auf den Weihnachtsmann. Ganz ehrlich, das mag man gar nicht glauben. Aber in der Köhlerhütte wird das schon mal gefeiert, mit einem traditionellen Gänseessen. Auch über Geschenke macht sich der eine oder andere sogar schon Gedanken. Definitiv keinen Gedanken verschwendet man allerdings gerade an Glühwein. Dafür ist es wirklich zu warm. Gut, dass Sie trotzdem Zeit für unseren Wochenrückblick gefunden haben. Was wichtig war und wichtig wird, jetzt zusammengefasst in ERZ-TV-Woche. Dazu begrüße ich Sie. Glück auf! Die Stadt Thalheim war in diesem Jahr Gastgeber des 57. Thalheimer Treffens. Pünktlich konnte der Bürgermeister von Thalheim, Nico Dittmann, die zahlreich angereisten Gäste im Erzgebirge begrüßen. Erstmal Glück auf, grüß Gott, grüezi, bun venit und vitejte. Herzlich willkommen bei uns hier in Thalheim im Erzgebirge. Ich begrüße euch und Sie alle recht herzlich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und dass wir heute hier gemeinsam feiern, gestern schon feiern, heute feiern, morgen feiern werden und in schöne Gespräche kommen. Der Einladung ins Erzgebirge folgten rund 15 Gemeinden mit demselben Ortsnamen, nämlich Thalheim. Die weiteste Anreise hatten an diesem Wochenende Thalheimer aus Rumänien. Stimmungsvoll und mit viel Beifall stellte der Bürgermeister Nico Dittmann die einzelnen Gemeinden vor. Weitere geladene Gäste kamen aus den Partnerstädten des erzgebirgischen Thalheims, Markt Rostal und Betschow nad Teplu. Und bevor ich jetzt zur Vorstellung komme, möchte ich noch einen Herzenswunsch äußern. Und zwar ist ja gestern der Altkanzler Helmut Kohl verstorben. Er war ein großer Europäer und unter anderem ein großer Europäer. Und mir ist es ganz wichtig, auch nochmal den europäischen Gedanken beim internationalen Thalheim-Treffen zu äußern. Denn genau das, was wir hier machen, ist das, was wir alle leben sollten. Nämlich diesen europäischen Gedanken, das gemeinsame über Grenzen hinaus. Rumänien, Schweiz, Österreich, Tschechien, USA teilweise sogar, und das möchte ich nochmal sagen, dass wir alle daran arbeiten sollten, uns auch die Europäische Union, Europa zu erhalten. Und das wollte ich bloß nochmal, bevor ich das kleine Thalheim in diesem großen Europa vorstelle, nochmal mit auf den Weg geben. Und damit alle Gäste einen Eindruck erhalten, wo sie zu Gast sind, stellte der Bürgermeister die Region und seine Stadt noch einmal genauer vor. Begonnen von der Erstbesiedlung um 1200 reichte die Präsentation von Thalheim bis in die heutige Zeit. Auf die Zeit, in der Thalheim eine Hochburg der Strumpfwirkerei darstellte, verweist das Maskottchen der Stadt, der Quersack-Max. Ihn verkörpert der Thalheimer Peter Bamme. Während der Vorstellung nahm die privilegierte Schützengesellschaft Thalheim Erzgebirge 1895 Aufstellung, um einige Salutschüsse aus ihren Kanonen und Flinten abzufeuern. Einen weiteren und ebenso heiteren Programmpunkt an diesem Tag steuerte Ritter Dietrich von Harras aus Lichtenwalde bei. Bei seiner Lebensgeschichte und erlebten Geschichten blieb beim Publikum kein Auge trocken. Aber nicht nur Geschichten waren zu hören, auch mit Gesang brachte er das Publikum zum Schunkeln und Mitsingen. Jetzt alle!
Die Meldungen fürs Erzgebirge am Montag. Bekommt ein Verein der ersten oder zweiten Fußball-Bundesliga einen neuen Cheftrainer, schafft der es deutschlandweit in die Top-News. So am Sonntagabend der FC Erzgebirge Aue. Die Veilchen haben kurz vor dem Trainingsauftakt Thomas Letsch als neuen Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten präsentiert. Der 48-jährige gebürtige Esslinger wechselt vom FC Liefering in Österreich zu den Veilchen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 3 Jahren und gilt für die zweite Bundesliga. An der Seite von Thomas Letsch arbeitet das bisherige Co-Trainerteam. Wir bleiben sportlich in der zweiten Liga. Der EHV Aue verpflichtet den 22-jährigen litauischen Nationalspieler Mindaugas Dumcius. Der 1,91 Meter große Linkshänder bestritt 32 Länderspiele für sein Land und spielte in der letzten Saison in Island. Dort erzielte er in 27 Spielen der ersten Liga 127 Tore. Er wird die Position von dem nach Island wechselnden Arni Thor Sigtryggsson einnehmen. Mit deutlich mehr als der absoluten Mehrheit haben die Wahlberechtigten in Niederwürschnitz den Einzelbewerber Matthias Anton zum neuen ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Er erhielt 57,6% der Stimmen. Anton setzte sich damit klar gegen die Mitbewerber Steffen Kaderreit, Die Linke und Dr. Uwe Landmann Einzelbewerber durch. Sie erhielten 18,2 bzw. 24,1% der Stimmen. Für viele eine kleine Überraschung, auch für Dr. Landmann. Ja, es haben viele mit der Option gerechnet, dass es doch noch eine Nachwahl gibt. Jetzt haben wir ein eindeutiges Ergebnis. Und damit ist es gelaufen. Die gute Nachricht für die Bürger, sie müssen nicht nochmal kommen. Für linke Kandidat Steffen Kaderreit war der Ausgang dagegen vorhersehbar. Wenn man so die Richtung kennt, für die er steht, dann konnte man schon damit rechnen, weil in Niederwürschnitz ist eigentlich die Richtung sehr stark vertreten. Mit Richtung meint Kaderreit zum einen den Hang zu christlich-demokratischen Werten und zum anderen den Willen der Bürger, die Eigenständigkeit der Gemeinde zu erhalten. Das war zentrales Thema der Wahl und dafür stehen Anton und Kaderreit. Nahezu gegen den Willen der meisten Einwohner hatte Amtsvorgänger Rolf Höfer den Antrag gestellt, aus der Verwaltungsgemeinschaft mit der Nachbarstadt Lugau auszutreten und Niederwürschnitz nach Stolberg eingemeinden zu lassen. Dafür hatte sich allerdings Dr. Uwe Landmann weiterhin ausgesprochen. Das Ergebnis ist allerdings eindeutig und wie erste Reaktionen aus dem Ort zeigen, sei das auch nochmal ein letzter Schlag in die Magengrube des Altbürgermeisters. Denn Dr. Landmann steht auch für die Fortsetzung von Höfers Politik. Mit 64% war die Wahlbeteiligung deutlich besser als zur letzten Bürgermeisterwahl im Ort, an der sich nur knapp die Hälfte der Wähler beteiligten. Am Freitag dieser Woche ist die Schwarzenberger Waldbühne Auftrittsort des kanadischen Rocksängers und Komponisten Bryan Adams. Mehrere tausend Besucher aus ganz Sachsen werden erwartet. Um dieser Situation gerecht zu werden, machen sich verkehrsrechtliche Änderungen notwendig. Seit Montag kann auf der Straße am Rockelmann nicht mehr geparkt werden. Die einzige Zufahrt zur Waldbühne muss frei bleiben zur Anfahrt für Lkw-Transporte. Am Veranstaltungstag gibt es im Stadtteil Rockelmann Einschränkungen und Sperrungen, die entsprechend ausgeschildert und von den Fahrzeugführern und Anliegern unbedingt zu beachten sind. In der Nacht vom 20. zum 21. Juni wird im Zeitraum zwischen 21.45 Uhr und 4 Uhr morgens Bewuchs an der Bahnstrecke der Erzgebirgsbahn zwischen dem unteren Bahnhof in Annaberg-Buchholz und Wiesa beseitigt. Die Arbeiten sind notwendig, um den störungsfreien Betrieb der Züge zu sichern. Um den Fahrbetrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, werden diese auch nachts durchgeführt. Dadurch kann es gegebenenfalls zu Lärmbelästigungen für die Anwohner kommen. Betroffene Bürger werden um Verständnis gebeten. Der Genossenschaftsverband Frankfurt verlieh dem erzgebirgischen Bundestagsabgeordneten Günter Baumann, CDU, die Ehrennadel in Silber des Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes. Seit 2005 war Günter Baumann bei der Volksbank Erzgebirge gewählter Aufsichtsrat im Ehrenamt und seit 2007 dessen Vorsitzender. Nach der Fusion mit der Volksbank Chemnitz fungierte er als stellvertretender Vorsitzender des neuen Aufsichtsrates.
Zur Vertreterversammlung der Volksbank in Stolberg kandidierte Baumann nicht mehr für dieses Amt. Seine erfolgreiche Arbeit für die Genossenschaftsbank wurde vom Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Müller und Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Gerald Thalheim ausführlich gewürdigt. Ein mit 49 Personen besetzter Reisebus aus Thüringen ist in Oberwiesenthal beim Bahnhof der Schmalspurbahn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 58-jährige Busfahrer hatte wohl ein medizinisches Problem. Durch den Unfall wurden drei Reisende leicht verletzt. Sie wurden ambulant behandelt. Der Busfahrer kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Reisebus entstand erheblicher Sachschaden. Die Reisegruppe aus Thüringen konnte ihren Tagesausflug fortsetzen. Den Transport zum Gästehaus wurde kurzfristig durch die RVE übernommen. Eine 78-Jährige machte an der Autobahnausfahrt in Tierfeld einen folgenschweren Fehler beim Abbiegen. Die Frau war aus Richtung Liechtenstein gekommen und wollte an der Anschlussstelle der A72 nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem im Gegenverkehr befindlichen Skoda. Durch den Unfall wurde der 52-jährige Skoda-Fahrer gegen einen in der Ausfahrt stehenden Kleintransporter Mercedes geschoben. Die 78-jährige VW-Fahrerin und die 23-jährige Beifahrerin im Kleintransporter wurden schwer verletzt und im Klinikum Aue stationär aufgenommen. Die 52-jährige Beifahrerin im Skoda wurde leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 35.000 Euro. Der Bundesverband Museumspädagogik hat das Bergbaumuseum Oelsnitz-Erzgebirge im Rahmen des Förderprogramms Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für das Projekt Museo Bilbox auserwählt. Dank dieser positiven Entscheidung ist es uns möglich, in der ersten Ferienwoche mit dem Projekt Klick auf Grubenmaus für einen ungewöhnlichen Zugang zum Thema Museum zu sorgen, freut sich Museumspädagogin Marion Dittmann. In Zusammenarbeit mit Medienpädagogin Melanie Luthardt und Sabine Reichert als gelernte Stylistin und Porzellanmalerin lädt das museumspädagogische Team zur Museo Bilbox ein. Zum Auftakt geht es zum Museumsrundgang. Dabei werden Sie von der Grubenmaus begleitet. Am zweiten Tag wird es kreativ. Die Teilnehmer entwerfen eigene Mausmasken und setzen den Entwurf um. Die Maske ist Grundvoraussetzung für Rollenspiele am dritten und vierten Tag und die Motive für Film- und Fotoaufnahmen. Die Ergebnisse werden abschließend in Boxen gepackt und ausgestellt. Dabei müssen sich die Teilnehmer mit der Frage auseinandersetzen, welche Dinge und Werte aus ihrem Leben für die Zukunft bewahrt werden sollten. Geier, das vom 12. bis 20. August unter anderem 550 Jahre Stadtrecht feiert, hatte zu Wochenbeginn im Rathaus Besuch von der Erzgebirgssparkasse. Deren Vorstandsvorsitzender Roland Manz gratulierte zum runden Geburtstag und sagte die Unterstützung seines Hauses beim Stadtfest zu. Mit dabei hatte er ein Milliardengeschenk. Geiers Bürgermeister Harald Wendler bekam Notgeld aus dem Jahr 1923 übergeben. Die gerahmten Stücke sind für die Stadt, das Museum und für die Schule gedacht. Die Exponate stammen aus dem weithin bekannten historischen Archiv der Erzgebirgssparkasse. Dessen Archivar Horst Möckel sagte bei der Übergabe, dass 1923 zur Inflation fast jede Kommune bzw. Amtshauptmannschaft, viele Girokassen und viele Betriebe Notgeld herausbrachten. Geier ist natürlich etwas ganz Besonderes. Wir sind noch nicht dahinter gestiegen und deshalb sagen wir, es wäre für die Schule in Geier mal ein Projekt im Raum in der Projektwoche, mal herauszufinden, wie lange das Notgeld in Geier in Umlauf war. Das ist ganz kurz vorm Ende der Inflation rausgekommen. Die drei oberen Scheine zu 20, 50 und 100 Millionen Mark am 1. Oktober 1923 und der 200 Milliarden Schein am 30. Oktober. Dazu will ich sagen, am 15. November war die Inflation zu Ende. Dann kam die Rentenmark. Die Rentenmark ist umgetauscht worden, 1 zu 1 Billion. Das heißt also, 5 solche Scheine von unten war eine Rentenmark. So, dieses ganze Geld, was hier ist, hätte man zum Schluss der Inflation 5 Eier kaufen können. Mit diesem Geld.
hier auf den vier Dörfern. Geiers Bürgermeister Harald Wendler nahm das Notgeld von vor 95 Jahren dankend entgegen. Er würde sich freuen, so Wendler, wenn das Exponat viele anregt, sich mit der Geschichte zu befassen. Das Notgeld sei Beleg dafür, was Kriege und deren Auswirkungen für die Menschen bedeuten. Die Generation, die vom 12. bis 20. August in Geier Stadtfest feiert, hat bis auf die Älteren keinen Krieg erlebt. Und das solle auch so bleiben. Neben 550 Jahre Stadtrecht wird auch 430 Jahre Schützengilde und 50 Jahre Bergbrüderschaft gefeiert. Die Erzgebirgsnachrichten am Dienstag. Vor einem halben Jahr starteten die erzgebirgischen Grünen eine Petition zum Erhalt der Wetterwarte auf dem Fichtelberg. Denn die soll nach den Plänen des Deutschen Wetterdienstes ab 2019 nur noch mittels eines automatisierten Messfeldes arbeiten. Zahlreiche Bürger aus dem Erzgebirge und ganz Deutschland haben sich in den vergangenen Monaten mit ihrer Unterschrift für den Erhalt der Wetterwarte in der jetzigen Form ausgesprochen und die Petition unterzeichnet. Für Ende Juni ist nun in Berlin die Petitionsübergabe vorgesehen, sodass die Grünen darum bitten, alle noch im Umlauf befindlichen Petitionslisten an die Kreisgeschäftsstelle in Schwarzenberg zurückzusenden. Der St. Johannes-Erbstollen im Schwarzenberger Ortsteil Erlach-Randorf wurde am vergangenen Freitag für einen Tag zum Besucherbergwerk. Das Sächsische Oberbergamt und das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hatten zu einem Tag des offenen Schachtes eingeladen, bevor dieser nach umfassenden Sanierungsmaßnahmen wieder Bergwasser zur Entwässerung führen wird. Nach wiederholten Schadensereignissen im Umfeld des Stollens wurde im Juni 2016 mit der Sanierung des tiefsten Wasserlösestollens im Abbaugebiet auf Erlah-Seite des Schwarzwassers begonnen. Die Sanierung des St. Johannes-Erbstollens kostet rund 2,5 Millionen Euro, wovon 2 Millionen Euro über das EU-Programm EFRE finanziert werden. Der Rotenberg in Erlah hat in der erzgebirgischen Bergbaugeschichte eine besondere Bedeutung. Hier befand sich die bedeutendste Eisenerzlagerstätte des Erzgebirges. Am Montagnachmittag wurde in der konstituierenden Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Chemnitz Dr. H.C. Franz Vogt, Geschäftsführer der VSTR GmbH Rodewisch, zum Präsidenten wiedergewählt. Es ist seine zweite Amtszeit. Als IHK-Präsident will sich Vogt weiterhin auf landes- und bundespolitischer Ebene für bestmögliche Rahmenbedingungen für die ca. 70.000 Unternehmen des Kammerbezirkes engagieren. Die IHK sei dabei der verlässliche Vertreter des Gesamtinteresses der deutschen Wirtschaft. In das neue Präsidium der IHK Chemnitz wurden aus dem Erzgebirgskreis Gerd Bauer aus Aue und Ricarda Lorenz aus Thermalbad Wiesenbad gewählt. Am vergangenen Wochenende hat der Landesvorstand der Jungen Union Sachsen und Niederschlesien im Rahmen seiner Klausurtagung in Neukirchen-Erzgebirge Frank Polten im Amt des Landesgeschäftsführers bestätigt. Das Votum für den 32-jährigen Annaberg-Buchholzer fiel einstimmig aus. Frank Polten führt bereits seit Anfang 2010 die Geschäfte der Jungen Union in Sachsen. Er sagte: "Ich freue mich, weiterhin die Arbeit der Jungen Union Sachsen und Niederschlesien aktiv voranzubringen." Die Junge Union ist die Nachwuchsorganisation der CDU und zugleich die größte politische Jugendorganisation in Sachsen. Wieder gab es in Annaberg-Buchholz Versuche, vor allem ältere Bürger zu betrügen. Die neue Masche: ein angeblicher Servicetechniker der Stadtwerke Annaberg-Buchholz meldet sich telefonisch bei Stadtwerke-Kunden. Er käme vorbei und müsse den Stromzähler warten. Besonders dreist wies der Anrufer die potenziellen Opfer darauf hin, dass 80 Euro in bar für die Wartung bereitzuhalten wären. Von ähnlichen Fällen wird aus dem gesamten Bundesgebiet berichtet. Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz warnen: derartige Anrufe kommen niemals von den Stadtwerken Annaberg-Buchholz. Die Zähler werden turnusgemäß gewechselt, das wird schriftlich angekündigt und es entsteht keine zusätzliche Gebühr. Stadtwerke-Mitarbeiter zeigen ihren Dienstausweis, sind an ihrer Dienstkleidung zu erkennen und kommen mit einem Fahrzeug mit Stadtwerke-Beschriftung. Zwischen Scheibenberg und Krottendorf weisen jetzt in beiden Fahrtrichtungen Schilder darauf hin,
dass die S258 in diesem Bereich ein Unfallschwerpunkt ist. Seit 2007 gab es auf dieser Strecke über 200 zum Teil sehr schwere Unfälle. Ein Schild steht kurz nach dem Ortsausgang Scheibenberg in Richtung Krottendorf, ein weiteres kurz nach dem Ortsausgang Krottendorf in Richtung Scheibenberg. Dazu wurden die Seitenränder instand gesetzt. Zwischen Chemtau und Burkhardsdorf wurden am Sonntag zwei Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Eine 21-Jährige wollte auf der B180 einen 52-jährigen Radfahrer überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden. Sie stürzten und erlitten schwere Verletzungen. Die beiden Radfahrer waren Teilnehmer des Fichtelberg-Radmarathons. Mit einem dreitägigen Fest hat die Wohnungsbaugenossenschaft Erzgebirge mit Sitz in Annaberg-Buchholz ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Die Genossenschaft, die Ende 2016 knapp 2500 Mitglieder hat, wurde am 1. Juni 1957 gegründet. Zum Festwochenende standen unter anderem der Country-Bär Larry Schubber und die Saragossa-Band auf der Bühne. Wir werden in der nächsten Sendung von ErzTV das Magazin berichten. Das Silberband der Autobahn liegt grün im Morgenlicht. Der Dieselbruch zu schwiegen nutzt uns noch den Wagen. Die vom Sächsischen Landtag herausgegebenen Schülerkalender für das kommende Schuljahr 2017-18 können auch dieses Jahr wieder kostenlos im Bürgerbüro des CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Kraus auf der oberen Schlossstraße 11 in Schwarzenberg abgeholt werden. Die Kalender sind sehr beliebt und werden von den Schülern bereits erwartet, sagte Kraus. Der als Terminplaner angelegte Kalender sei sehr praktisch, informativ und gebe einen adressatengerechten Einblick in die Arbeit des Sächsischen Landtages. Pöhla ist in diesem Sommer wieder eine Station des internationalen FIS-Skispringens Ladies Alpencup. Anja Epperlein vom SV Fortuna Pöhla 1884 hat zu Wochenbeginn der Grundschule Erlerkrandorf Freikarten für die Sportveranstaltung übergeben. Gefreut haben sich darüber die Mädchen und Jungs der vierten Klasse. Insgesamt bekommen alle 119 Viertklässler im Stadtgebiet von Schwarzenberg, also auch die an den Grundschulen Heide, Neuwelt und Sonnenleite, Freikarten für diesen Höhepunkt der Skispringerinnen. Der Gutschein gilt jeweils für ein Kind und eine Begleitperson. Das Springen ist am 9. August ab 17 Uhr auf der Pöhlbachschanze. Das internationale FIS-Skispringen Ladies Alpencup findet bereits in der 16. Auflage statt. Das neue Hochwasserrückhaltebecken Neuwürschnitz ist nach nur 3 Jahren Bauzeit fertiggestellt und einsatzbereit. Das verkündete der Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung Heinz Gräfe am 20. Juni bei der feierlichen Einweihung des Beckens. Für die Anlieger an der Würschnitz ist dies ein freudiges Ereignis. Für sie hat sich der Hochwasserschutz zum Teil erheblich verbessert, so Gräfe. Die Wirkung sei bis in die Chemnitzer Ortsteile Klaffenbach und Hartau zu spüren. Die Kosten für das Hochwasserrückhaltebecken Neuwürschnitz liegen bei rund 21,8 Millionen Euro, die durch Bundesmittel finanziert wurden. Grundlage für den Bau waren die Hochwasserschutzkonzepte, die nach dem Hochwasser 2002 von der sächsischen Staatsregierung erstellt wurden. Darin wurde auch nach möglichen Standorten für Hochwasserrückhaltebecken gesucht. Untersuchungen zeigten, dass das Becken bei Neuwürschnitz nahe der A72 der einzige wirksame und realisierbare Standort für eine Stauanlage ist. Zusätzlich werden für die Kommunen entlang der Würschnitz örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen geplant. Die Hochwasserschutzanlage besteht aus einem Steinschüttdamm mit innenliegender Asphaltbetondichtung. In den Damm wurde ein Auslaufbauwerk mit einer Stauwand integriert.
Dort befindet sich auch die Ökoschlucht, ein nach oben offener Durchlass, der Landtieren und Wasserlebewesen die Möglichkeit gibt, das Bauwerk zu durchqueren. Die Ökoschlucht wurde naturnah gestaltet. So wurde mit Hilfe von Steinriegeln ein mäandrierender Flusslauf geschaffen, den Fische auch bei Niedrigwasser durchschwimmen können. Eingestaut wird das Becken nur bei Hochwasser. Sind die Zuflüsse größer als 5 Kubikmeter pro Sekunde, schließen sich die Schütze. An den Unterlauf abgegeben werden dann nur noch 1,5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. So können Hochwasserspitzen im Becken zwischengespeichert werden. Auch Treibgut und Geschiebe werden zurückgehalten und können so flussabwärts keine Schäden verursachen. Die detaillierten technischen Daten sind im Internet unter erztv.de zu finden. Neues für uns Erzgebirge am Mittwoch. Landrat Frank Vogel hat in Mildenau und Schlettau jeweils einen Fördermittelbescheid übergeben. Für Mildenau gibt es rund 105.500 Euro für den grundhaften Ausbau des Anliegerweges Dorfstraße 117 bis 123 auf einer Länge von ca. 105 Metern. 120.000 Euro Fördermittel stehen Schlettau zur Verfügung, um ein mittleres Löschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Dörfel anzuschaffen. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 160.000 Euro. Schlettau trägt 40.000 Euro der Kosten. Mit einem Jahresüberschuss von 385.000 Euro hat die Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg das Geschäftsjahr 2016 abgeschlossen. Das teilte der Geschäftsführer des stadteigenen Unternehmens Peter Stimpel im Rahmen eines Bilanzpressegesprächs mit. Stimpel stellte dabei die Vielfalt des Wohnens in Schneeberg in den Mittelpunkt. Denn die WBG will mehr sein als ein einfacher Vermieter. Weil jeder Mensch anders ist, so müssten auch die Wohnformen individuell angepasst werden. Ein Schüler aus Annaberg-Buchholz war unter den Siegern beim 41. Chemiewettbewerb Julius Adolf Stöckhardt. Insgesamt 48 Schülerinnen und Schüler aus der Region hatten sich mit ihren Kenntnissen an der TU Chemnitz anspruchsvollen Aufgaben und Experimenten gestellt. Unter dem Motto Magnesium, Barium und Jod als Elementsubstanzen in Gemischen und Verbindungen haben die Schülerinnen und Schüler im Wettbewerb chemische Experimente selbstständig durchgeführt und ausgewertet sowie umfangreiche theoretische Aufgaben gelöst. Die schwierigen Aufgaben bewältigte Robin Fricke aus Chemnitz mit Abstand am besten. Alexander Kaufmann vom Landkreisgymnasium St. Annen in Annaberg-Buchholz belegte den zweiten Platz. Große Augen und Begeisterung im Kiez am Filzteich in Schneeberg. In dieser Woche verzeichnete man dort die 1.000.000. Übernachtung seit 1991. Glücklich schätzen durfte sich die Klasse 4a der Heinrich-von-Kleist-Grundschule aus Liechtenstein. Die Kinder wurden bei ihrem Besuch im Ferienlager extra beschenkt.
Im 26. Jahr des Bestehens unseres Kiezes am Fürstlichen Schneeberg hatten wir in der vergangenen Nacht unsere 1.000.000. Übernachtung. Und unter den Schülern der Klasse 4a der Heinrich-von-Kleist-Grundschule in Liechtenstein befindet sich diese 1.000.000. Übernachtung. Und da haben wir uns überlegt, die gesamte Klasse zu prämieren zu diesem Jubiläum und haben ihnen zu dem Programm, welches sie gebucht hatten, einen Tag als Bergmann erleben, noch zwei einzelne Bausteine dazu geschenkt. Das eine ist das Zinngießen, kleine Figur zu gießen, und zum anderen das Klöppeln für die Mädchen. Und dann gibt es für jedes Kind noch ein T-Shirt mit unserem Filzzeichmaxe. Und ganz am Schluss dürfen sie sich an unserem Kiosk noch ein Eis holen. Die Heinrich-von-Kleist-Grundschule aus Liechtenstein ist schon echter Stammgast im Kiez am Filzteich. Die Jubiläumsklasse mit der 1.000.000. Übernachtung ist bereits die 9. Klasse der Schule aus Liechtenstein. Ihre Preise mussten sich die Kinder erst noch verdienen, denn wenn das Fernsehen und die Presse kommen, dann heißt das geduldig posieren bzw. auch aktiv mitmachen. Aber letztendlich hat sich das bei all den Geschenken doch auch gelohnt. Wenn sich am Donnerstagabend der Stadtrat von Lauter-Bernsbach in der Heinrich-Heine-Oberschule zu seiner 33. Sitzung trifft, wird als Punkt 1.8 auch die Beschlussfassung zur Vergabe der Trägerschaft der Kita Kinderparadies an einen Träger der Freien Jugendhilfe gemäß § 9 Absatz 2 Sächsisches Kita-Gesetz auf der Tagesordnung stehen. Die Kindereinrichtung im Stadtteil Bernsbach ist bisher in kommunaler Trägerschaft. Vor 60 Jahren wurde im Jahre 1957 aus der Gemeinde Erlbach und dem Lugauer Ortsteil Altkirchberg die Gemeinde Erlbach-Kirchberg gebildet. Altkirchberg lag zum Unterschied zu Neukirchberg abgeschlossen im Talgrund, der sich über die Ortsgrenze hinaus nach Erlbach zog. Neukirchberg verblieb bei Lugau. In den 1950er Jahren war der Höhepunkt der Einwohnerzahl erreicht. Seitdem ging sie ständig zurück. Seit 1994 bildeten Lugau, Erlbach-Kirchberg und Ursprung eine Verwaltungsgemeinschaft. Im Jahre 1999 kam Niederwürschnitz hinzu und Ursprung wurde nach Erlbach-Kirchberg eingemeindet. Vor 4 Jahren wurde die Gemeinde Erlbach-Kirchberg dann in die Stadt Lugau eingegliedert. Erlbach-Kirchberg und Ursprung sind heute Ortsteile von Lugau. Für viele Menschen sind Spenden mehr als nur eine finanzielle Hilfe. Die 18-jährige Merlina, die an einer Behinderung durch einen Gendefekt leidet, bekommt seit 15 Jahren Hilfe von den Kundinnen und Kunden des Chibo-Shops auf dem Auer Postplatz. In einer Sammelbox an der Kasse wird mitunter das Wechselgeld oder einfach nur Kleingeld gespendet. Auch das Geld aus der Kaffeekasse der Mitarbeiter wandert in die Spendenbox. Auf Merlina und ihr Schicksal aufmerksam geworden ist Brigitte Leixenring damals durch Merlinas Mutter, die in einer Behindertenwerkstatt ein Praktikum machte. Damals haben wir beschlossen zu helfen, sagte sie. Das Bild zeigt Brigitte Leixenring mit einem Brief, mit dem sich Merlina bei allen Spendern bedankt. Tim Kaufmann aus Jöstadt besuchte am 20. Juni nicht wie sonst den Unterricht in der evangelischen Schulgemeinschaft in Annaberg-Buchholz. Der 16-Jährige war stattdessen in der sächsischen Staatskanzlei. Die Reise nach Dresden geschah im Rahmen von Genial Sozial. Jährlich tauschen für die Aktion Genial Sozial mittlerweile über 30.000 Schülerinnen und Schüler die Schulbank gegen einen Job und spenden ihren Lohn an soziale Projekte weltweit und vor Ort in Sachsen. Nicht nur Tim Kaufmann aus Jöstadt, auch weitere Schüler aus dem Erzgebirge haben den Aktionstag am 20. Juni genutzt. Mit Felix Lötsch und Terenz Schön waren 2 Schüler des Zwönitzer Gymnasiums bei ErzTV. Den Sonnentag nutzten sie für Dreharbeiten in Grünhain. Hier ein erster Eindruck.
Für die Turnerinnen und Turner des SV Tanne-Talheim war das vergangene Wochenende etwas ganz Großes und Besonderes. Denn sie feierten ihr 150-jähriges Bestehen. Das geschah in der Grundschule von Talheim, die der Trainingsort der Sportler ist. Mit viel Liebe zum Detail wurde hier über zwei Etagen die Turnergeschichte mit Dokumenten, Urkunden und Wettkampfprotokollen dargestellt. Das war aber nicht die einzigste Erinnerung, die es an diesem Tag für den Trainingsleiter Hans Dost und sein Trainerteam geben sollte. Für eine Überraschung in Form eines Wiedersehens sorgten einstige Schützlinge, die Hans Dost in seinen Kader des SV Tanne viele Jahre betreuen durfte. Nach kurzen Erinnerungen erklärte Hans Dost, der in diesem Jahr auf 50 Jahre Trainergeschichte zurückblicken kann und der wie kein anderer das Turnen in Talheim vorangebracht hat, die heutigen Trainingsabläufe. Im Jahr 1967 begann Hans Dost als Übungsleiter. Heute ist er der Leiter der Abteilung Turnen beim SV Tanne Talheim. Viel hat er in dieser Zeit bewegt und geleistet. Dafür haben die Jüngsten der Turnerinnen ein Lied über eben das Turnen als Dankeschön eingeübt. Für den Trainer gab es dann noch ein T-Shirt mit den Unterschriften der Mädels, worüber sich der Trainer sichtlich freute. Inzwischen ist auch die Sporthalle mit Gästen gut besucht und die aktiven Turnerinnen zeigen einige Elemente aus ihrem Trainings- und Wettkampfprogramm. Als krönenden Abschluss zeigen die Turnerinnen noch einige akrobatische Elemente, wo am Ende auch wieder ein ganz kleiner Höhepunkt wartet. Dieser wurde mit viel Beifall belohnt und zeigt, dass in Talheim die sportlichen Talente noch lange nicht am Ende sind. Die Kompaktmeldungen am Donnerstag. Sachsens Gastgeber freuen sich. Top-Schneebedingungen im Winter sowie ein gutes Ostergeschäft lockten von Januar bis April 2017 6,2% mehr Gäste ins Reiseland und führten zu einem Übernachtungsplus von 4,6% in den gewerblichen Beherbergungsbetrieben. Ausnahmslos alle sächsischen Destinationen zählen dabei zu den Gewinnern. Die 7 Regionen verzeichneten in den ersten 4 Monaten bei den Gästeankünften Zuwächse zwischen 3 bis 11%. Schwarzenberg hat eine neue Siedlung bekommen. Am ersten Sommertag wurde die Zufahrtsstraße durch den Erschließungsträger Wendler Wohnbau und Vertriebs GmbH an die Stadt Schwarzenberg übergeben. Die neue Straße im Stadtteil Sachsenfeld trägt die Bezeichnung Birkenweg. Der erste Spatenstich erfolgte im neuen Wohngebiet Anfang Mai 2015. Beteiligt waren mehrere Firmen, beginnend bei der Erstellung des Bebauungsplanes über die Straßenplanung bis zur abschließenden Umsetzung. Im zweiten Bauabschnitt sind aktuell noch 3 Grundstücke frei. In Annaberg-Buchholz wird an der Hutmachergasse eine große Stützmauer gebaut.
Derzeit werden Bohrarbeiten ausgeführt. Sie dienen dazu, die sanierungsbedürftige Stützmauer in der Hutmachergasse zu verankern. Der Bau geht zügig voran. Bereits ab kommenden Montag startet die nächste Bauphase. Um die bestehende Stützmauer zu entlasten, muss der darüberliegende Hang abgetragen werden. Die Baugrube reicht dabei bis in die Karlsbader Straße, die dann im Bereich der Gebäude Nummer 50 bis 58 für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden muss. Höchstens 30 km/h, das ist ab sofort das Gebot an der Grundschule in Grünhain. Die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt montags bis freitags in der Zeit von 6 bis 18 Uhr in beiden Fahrtrichtungen. Kraftfahrer sollten hier vorsichtig sein, im Interesse der Kinder und mit Blick auf zu erwartende Blitzer. Am Donnerstagabend wurde in Thalheim der neue Kunstrasenplatz am Sportlerheim eröffnet. Er ist Ergebnis des Projekts Aus Betonpiste wird grün des SV Tanne Thalheim. Wir werden morgen berichten. Bei hochsommerlichen Temperaturen waren zu Wochenbeginn über 50 Gastronomen und Hoteliers aus ganz Sachsen in der einzigen Obstbrennerei des Erzgebirges zu Gast. Die Firma Lautergold in Lauter hatte zu ihrem ersten Gastro-Erlebnistag eingeladen. Brenner Dieter Braun erklärte den Besuchern die Funktionsweise einer Brennerei und führte eine professionelle Degustation durch. Aufgrund des großen Interesses ist im September bereits eine ähnliche Veranstaltung für die Handelskunden der Traditionsmanufaktur geplant. Schauen wir, was die Polizei macht. In der Nacht zum 12. Juni 2017 stellte die Bundespolizei am Grenzübergang Olbernhau zwei mutmaßliche Fahrraddiebe. Die Mountainbikes wurden sichergestellt, da die beiden zur Herkunft der Bikes widersprüchliche Angaben machten. Die Ermittlungen nach den rechtmäßigen Besitzern der Räder verliefen bisher aber erfolglos. Aus diesem Grund sucht die Polizei in Marienberg nun auf diesem Weg nach den Eigentümern und bittet um Mithilfe bei der Suche. Wem sind die Fahrräder bekannt? Wem, wo und wann wurden die Fahrräder entwendet? Hinweise werden unter Telefon 03735 60 60 entgegengenommen. Im Freibad Burkhardsdorf ist nachts eingebrochen worden. Die unbekannten Täter schlugen zwischen Dienstag gegen 20.30 Uhr und Mittwoch gegen 8 Uhr ein Fenster der Kantine ein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Was Boomhawkers sind, haben die Knirpse der Schneeberger Kita Wirbelswirbel jetzt an einem Erlebnistag erfahren. Dabei handelt es sich um Musikinstrumente aus der Gruppe der Schlagidiophone. Sie bestehen aus unterschiedlich langen Kunststoffröhren. Diese sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Beim Schlagen des Boomhawker auf verschiedenartige Gegenstände ergeben sich unterschiedlich klingende Töne. Zum Sport. Die Gegner für den Handball-Zweitligisten EHV Aue in der ersten Pokalrunde stehen fest. Wieder im Final-Four-Modus ausgetragen, treffen die Erzgebirger im ersten Spiel auf den Drittligisten TV Germania Großsachsen. Geht diese Partie erfolgreich für den EHV aus, wartet dann der Sieger aus dem Spiel VB 1898 Stuttgart gegen den HSV Bad Blankenburg auf die Auer. Stuttgart spielt in der ersten Bundesliga und hat die Saison auf Rang 14 beendet. Blankenburg ist ein weiterer Drittligist. Gespielt wird am 19. und 20. August 2017. Einer der Drittligisten hat das Heimrecht. Großen Zuspruch erfuhr die 9. Zwönitztal-Radtour am vergangenen Sonntag. Auch in diesem Jahr standen für die Teilnehmer wieder zahlreiche Strecken zur Auswahl. Die längste war die Aktivstrecke. Sie führte die Teilnehmer über 62 Kilometer. Wer sich für diese entschieden hatte, musste gleich 1050 Höhenmeter mit überwinden. In ERZ-TV das Magazin berichten wir ab Sonnabend ausführlich. Heute Morgen hat es auf dem Auer Heidelberg ein letztes Mal zum Unterricht geklingelt. Aber nicht nur, weil in Sachsen ab Montag die Sommerferien beginnen. Die Stundenklingel in der Heidelberg-Grundschule wird nun für immer verstummen.
Die Schüler ziehen in das Gebäude der ehemaligen Pestalozzi-Schule um, welches für 2,8 Millionen Euro saniert wurde. Aues stellvertretender Bürgermeister Hans Beck gab vor den Kindern, Lehrern und Bürgern einen kurzen geschichtlichen Abriss. Das Gebäude wurde ursprünglich für die Hitlerjugend als HJ-Heim errichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente es als Notunterkunft für Vertriebene. Danach baute man es zur Jugendherberge aus. Durch die russische Besatzungsmacht wurden später auch Ausbildungslehrgänge für Radiometristen durchgeführt. Ebenso nutzte die Wismut das Gebäude, gefolgt von der Landesbehörde der Volkspolizei Sachsen. 1964 wurde hier für die Kinder des Stadtteils Eichert die POS Arthur Becker eröffnet. Nach der Wende wurde die Schule bis heute als Grundschule Heidelberg weitergenutzt. Pläne zur Schließung gab es schon seit der Jahrtausendwende. Über Jahre hinweg wurde auf größere Investitionen und Renovierungen verzichtet, sodass jetzt als Hauptgrund für die Schließung die nicht mehr zeitgemäße Einrichtung und Bausubstanz und die damit verbundenen Kosten angegeben wird. Ein großer Teil der Eichert-Bevölkerung und ehemalige Schüler der Grundschule in der Grünen Lunge auf dem Heidelberg haben seit Jahren versucht, die Stadt Aue von ihrem Vorhaben abzubringen. Man hatte gehofft, dass sich durch den Erhalt der Grundschule nachhaltig junge Familien auf dem Eichert ansiedeln würden. Aber nicht nur das, Gründe für den Erhalt gab es viele. In erster Linie ging es auch um das saubere Lernumfeld im Grünen. Mitten im Wald, fernab von Bundesstraßenlärm und Abgasen, konnten die Kinder hier ungestört lernen und spielen. Ein Rasenplatz gleich neben der Schule, Wald für Crosslauf, Ski- und Schlittenfahren, ein ausgedehnter Schulgarten, alles Alleinstellungsmerkmale der Heidelberg-Schule. Nirgendwo anders kann man Fuchs, Reh und die heimische Vogelwelt vom Klassenzimmer aus beobachten. Nun ist es jedoch vorbei mit der Idylle. Ab August werden die Kinder mit der Pestalozzi-Schule Vorlieb nehmen müssen. Nach 53 Jahren Schulbetrieb geht eine Ära zu Ende. Der Nachrichtenblock am Freitag. Drei erzgebirgische Unternehmer wurden im Rahmen der Summer Lounge der Wirtschaft in Pöhla von Landrat Frank Vogel zu weiteren Botschaftern des Erzgebirges ernannt. Seit Freitagabend reihen sich die Maschinenbauunternehmer Gunter Bindemann und Dirk Klätke sowie der Gastronom Benjamin Unger in den Kreis der engagierten Persönlichkeiten ein, die offiziell als Fürsprecher der Region gewürdigt werden. Insgesamt zählt die Liste der Erzgebirgsbotschafter 112 Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport. Große Freude herrschte am Donnerstagabend am Sportlerheim Talheim. Ein neuer Kunstrasenplatz konnte eingeweiht werden. Nachdem das Hochwasser 2013 die obere Deckschicht des alten Hartplatzes weggespült hatte, war bei SV Tanne Talheim das Projekt »Aus Betonpiste wird grün« ins Leben gerufen worden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Am Montag wird in ERZ-TV Kompakt ausführlich berichtet. In Schwarzenberg wurde der ehemalige St. Georgenfriedhof zu einem städtischen Park umgestaltet. Dieser wurde am Abend des 22. Juni mit einer kleinen Feier der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das ca. 3000 Quadratmeter große denkmalgeschützte Areal am Rand der Altstadt soll unter der Bezeichnung Alter Georgenfriedhof ein Ort der Erinnerung, Erholung und Bildung sein. Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer erinnerte am Grab von Dr. Walter Fröbe daran, dass die Umgestaltung des Friedhofes ein langer Prozess war. Bereits 2003 gab es erste Gespräche zwischen Stadt und Kirche zur weiteren Nutzung des Friedhofs. Im Ergebnis dieser hat man gemeinsam eine Konzeption erarbeiten lassen.
20 Jahre nach der letzten Beerdigung 1989 wurde die Fläche Anfang 2010 Eigentum der Stadt und sukzessive in ihren jetzigen Zustand versetzt. Am kommenden Montag beginnen laut Erzgebirgskreis Sperrungen an Kreisstraßen im Burkhardsdorfer Ortsteil Eibenberg, im Trebacher Ortsteil Scharfenstein und in Gelenau. Bis voraussichtlich zum 14. Juli wird in Eibenberg die Einsiedlerstraße einschließlich Bergstraße und bis voraussichtlich 28. Juli wird die Groß-Olbersdorfer Straße in Scharfenstein aufgrund von Instandsetzungsarbeiten an Bauwerken vollgesperrt. Gasleitungen werden in Gelenau auf der Straße der Einheit in Höhe des Abzweiges der Straße zur Herberge ausgetauscht. Hier soll die Sperrung bis 17. Juli dauern. Die Landestalsperrenverwaltung fährt mit eigenem Strom. Die Behörde hat zwei Elektro-Pkw E-Golf übernommen. Die beiden Fahrzeuge werden an den Talsperren Seidenbach bzw. Bautzen im Einsatz sein und sollen den nötigen Strom aus den dort vorhandenen Wasserkraftanlagen beziehen. Die LTV betreibt an 12 Talsperren Wasserkraftanlagen, die zusammen pro Jahr rund 1,6 Millionen Kilowattstunden produzieren. Das entspricht dem Bedarf von rund 320 Einfamilienhäusern. Etwa die Hälfte des erzeugten Stroms wird für den Betrieb der Talsperren genutzt. Der verbleibende Strom wird in das allgemeine Stromnetz eingespeist. Am Donnerstag kam es gegen 5 Uhr zu einem Stromausfall in Teilen von Eibenstock sowie in den Ortsteilen Wildenthal und Karlsfeld. Grund war das Auftreten eines Erdschlusses im Mittelspannungsnetz, der sich zu einem Doppelerdschluss auf mehrere Kabel ausweitete. Ab 5.37 Uhr bis 7.08 Uhr erfolgt die schrittweise Wiederversorgung aller Abnehmer. Im Versorgungsbereich der Stadtwerke Schneeberg GmbH betraf dies insgesamt ca. 1.500 Hausanschlüsse. Donnerstag, kurz nach 20 Uhr, begann für die Erzgebirger eine stürmische Gewitternacht. Nicht immer ging die glimpflich aus. In mehreren Orten mussten Feuerwehren ausrücken. In Buchholz fiel ein Baum auf die Katharinenstraße. Die Kameraden der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz, Ortsteilwehr Buchholz, rückten mit 9 Kameraden an und entfernten den umgestürzten Baum mit einer Kettensäge. Auch die Ortsteilwehr Frohnau wurde zu einem Sturmschaden nach Frohnau in die Seematalstraße alarmiert. Im Altlandkreis Stolberg waren Feuerwehrleute beispielsweise in Lugau auf der Oelsnitzer Straße im Einsatz, wo ein Baum auf ein Auto gefallen war. Die Hauptintensität lag beim Durchzug der rotierenden Gewitterfront im Bereich Aue-Schwarzenberg. Vor allem betroffen war der Erzgebirgskamm entlang der tschechischen Grenze. Der Kulturkonvent des Kulturraumes Erzgebirge Mittelsachsen tagt am Donnerstag in Freiberg. Unter anderem wurden 9 Maßnahmen bestätigt, die mit zusätzlich vom Landtag im Doppelhaushalt 2017-18 verankerten rund 370.000 Euro unterstützt werden sollen. Das sind ein dringend notwendiges Brandschutzkonzept für die Musikschule Flöha, die Erneuerung der Einbruchmeldeanlage sowie der Posamentenausstellung im Schloss Schlettau, der Ankauf von dringend notwendigen Ausstattungen für die Stadtbibliotheken in Stolberg und Oelsnitz, der Erwerb von Stühlen für den alten Schlachthof in Stolberg, der Ankauf von hochwertigen Instrumenten für die Musikschule des Erzgebirgskreises, notwendige Dachsanierungsarbeiten am Kulturzentrum Goldene Sonne in Schneeberg, Planungsleistungen für das Sicherheits- und Brandschutzkonzept in der Sternwarte Schneeberg und die Anschaffungen für die Erweiterung des Ausstellungsangebotes im Bergmagazin Marienberg. Schüler der Polizeifachschule Schneeberg haben dieser Tage innerhalb des Unterrichts im Fach Gesellschaftslehre die Stadtverwaltung Schneeberg besucht. Unter anderem trafen sie auf die Sachgebietsleiterin des Ordnungsamtes Alexandra Müller-Merkel. Sie berichtete anhand von Beispielen und Erfahrungen, die sie in 25 Dienstjahren sammeln konnte, vom Alltagsgeschehen in der Arbeit des Ordnungsamtes und der wichtigen Zusammenarbeit mit den Polizeidienststellen. Seit Jahren gibt die Stadt Annaberg-Buchholz Jugendlichen die Chance, im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres ihre Neigungen zu testen und sich auf das Berufsleben vorzubereiten.
Vom 1. September 2016 bis zum 31. August 2017 nahmen 12 Jugendliche am FSJ teil. Sie arbeiteten in Kindertagesstätten, Horten sowie der Kinderbibliothek, sammelten dort zahlreiche Erfahrungen und erhielten aufschlussreiche Einblicke in einzelne Berufsfelder und Tätigkeiten. Anlässlich der offiziellen Verabschiedung empfing Oberbürgermeister Rolf Schmidt die Teilnehmer zu einem zwanglosen Erfahrungsaustausch. An den positiven Äußerungen der FSJler war zu erkennen, dass ihnen das Jahr sehr viel für ihre Zukunft brachte und zum Teil wesentlich zur Berufsorientierung beitrug. Für mehrere Jugendliche steht nach der FSJ-Zeit fest, dass sie künftig im sozialen Bereich arbeiten wollen. Noch mehr Informationen bekommen Sie wie immer auf erztv.de und zum Teil auch auf unserer Facebook-Seite. Auf der freuen wir uns auch über Ihre Zuschriften, Meinungen und Kommentare. Ansonsten freut sich auch die Kollegin Schwenkfelder, wenn Sie bei ihr ins Magazin reinschauen. Die neue Ausgabe ist da und mit einem Benefizlauf, dem Filzteichfest und dem Tumor-Orchestertreff abwechslungsreich gefüllt. Zu sehen zwischen 7 und 0 Uhr, immer zur vollen ungeraden Stunde. Und wir sehen uns ab Montag wieder. Bis dahin, sonnige Zeiten für Sie und Glück auf aus Bayerfeld.